Ja, liebe Gemeinde, man kann ja fast schon sagen, Onken-Online-Gemeinde, jetzt in der Zeit, wo wir so eine kleine Zwangspause einlegen aufgrund des Coronaviruses. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen. Wir werden hier in diesem Portal immer mal wieder Predigten reinstellen zum Hören oder andere Beiträge, die wir einsprechen. Ich bitte euch ganz herzlich, immer mal wieder hier reinzugucken und zu stöbern, was es da alles gibt in der nächsten Zeit. Wir haben ja vor Ostern, wenn alles soweit wieder gut ist, miteinander Gottesdienst zu feiern, vielleicht auch schon eher. Wir haben den Eindruck, wir müssen Woche für Woche einfach mal abschätzen und abklären, wie die Situation ist. Wir werden auf jeden Fall als Vorstand die Gemeinde immer wieder informieren per E-Mail, für die, die Grenze haben, per Telefon auch, damit einfach klar ist, was jetzt passiert. Wir haben jetzt das Gemeindehaus wirklich komplett geschlossen, das heißt auch keine anderen Veranstaltungen von anderen Gruppen oder der koreanischen Gemeinde sollten stattfinden. Das heißt nicht, dass man nicht natürlich selbstverständlich ins Gemeindehaus gehen kann. Ich habe dort mein Büro, ich werde mich auch immer mal wieder in der Woche dort aufhalten. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber wir haben auf diese Veranstaltungen verzichtet, die wir jetzt miteinander machen. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam durchstehen können und sollten, auch nutzen können. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns immer mal wieder anrufen, dass wir verstärkt Kontakt suchen per Telefon und einfach mal nachhören, wie geht's den anderen so, wenn wir uns schon in den nächsten 2 oder 3 Wochen nicht sehen können. Vielleicht liegt aber auch die Chance darin, dass wir ganz bewussterweise das ein oder andere uns anhören, was an geistlichen Impulsen oder Predigten im Internet oder auch im Fernsehen zu finden ist. Bibel-TV wäre eine Möglichkeit, ERF zu hören ist eine andere Möglichkeit, Predigten sich anzuhören von anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Hamburger Kirchen und Gemeinden. Einfach auf die Homepage gehen. Meistens gibt es da dann die Abteilung Predigten oder Online und dann wird man entsprechende Angebote finden. Die Predigten, die ich hier ablege, die werden alle ein wenig mit Musik untermalt sein, sodass man zwischendurch auch mal ein bisschen hören kann. Nicht nur Sprache, sondern auch Musik. Vielen Dank an unsere Band, die uns da so toll unterstützt mit den Liedern. Danke, dass ihr so wunderbare Musik macht. In der Regel orientiere ich mich am Perikopentext. Es bleibt ja noch eine Predigt offen aus der Martin-Buber-Reihe. Der 6. Teil steht noch aus. Mal gucken, ob ich ihn diese Woche einsprechen kann. Also in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, alles Gute. Wir wollen als Gemeinde selbstverständlich für die Situation in unserem Land und weltweit beten. Es geht darum, dass wir jetzt wirklich auch die Maßnahmen ergreifen, die nötig sind, damit sich eine solche Pandemie nicht zu schnell ausbreitet, dass sie sich ausbreiten wird. Das haben die Mediziner und die Wissenschaftler uns lang und breit erklärt. Wir werden unseren Part leisten und dazu gehört als christliche Gemeinde auch, dass wir das mit ins Gebet nehmen. Die Wirtschaft weltweit in Europa und in unserem Land hat maßgeblich gelitten. Es geht darum, dass Menschen nicht Arbeit verlieren. Es geht darum, dass die Medizin helfen kann und es geht darum, dass die Todesrate bezüglich des Coronavirus wirklich so weit nach unten gedrückt werden kann, wie es geht, dass es nicht ohne Menschen geht, die auch an dem Virus sterben werden, das ist uns klar. So wünsche ich euch Gottes Segen, Gott befohlen, wenn irgendwelche Fragen sind. Ich bin immer telefonisch erreichbar, Jürgen Schütte auch. Ich denke, Miriam Fuchs, die jetzt auch wieder nach ihrem Urlaub da ist, ist erreichbar. Kommt bitte auf uns zu, wir wollen miteinander dann die Dinge klären. Und nochmal der Hinweis, schaut hier bitte rein, was hier so sich so ansammelt in den nächsten 2, 3 Wochen. Bis dahin, alles Gute.